Einfach der Afro himself. Ihr wisst ja, Chat, ne? Ihr wisst ja, meine Haare, ich habe ja meine Dauerwelle nachgemacht, ne? Also die sind jetzt wieder vollends lockig, sieht man ja, ne? Nicht mehr irgendwie glatt oder irgendwie sowas in die Richtung. Und auch hier auf der Seite und hinten, ich habe überall Locken jetzt. Ich habe eine Dauerwelle am ganzen Kopf mittlerweile. Und der Friseur, der mir das gemacht hat, der Michel, bei dem ich auch zum ersten Mal war bei der Dauerwelle, also bei dem war ich halt immer bei der Dauerwelle, hat einen YouTube-Channel und der hat heute ein Video hochgeladen, wie er mir diese Locken gemacht hat. Also ja, ich habe das Video nicht gesehen. Ich weiß halt, dass er gefilmt hat und ich weiß natürlich, was wir geredet haben, aber schauen wir mal rein. Ihr könnt, by the way, beim Michel auch gerne vorbeischauen. Er hat mittlerweile 10.000 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und falls ihr mal in Wien seid oder sowas noch eine Dauerwelle machen wollt, kann ich ihn nur empfehlen. Wir liken das Video jetzt schon mal im Voraus, weil ich ein Ehrenmann bin, für den Algorithmus und einen Kommentar schreiben. Machen wir dann auch gleich. Das könnt ihr auch übrigens gerne bei den meinen Videos in Zukunft immer machen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal und schauen uns an, was der Michel jetzt zusammengeschnitten hat aus dem Tag, wo er mir die Haare gemacht hat, ne? One and only Raffi Veni Eisler. Der Eisler. Genau. Wir haben das letzte Mal im September die Dauerwelle gemacht, Dezember. Dezember, voll. Das ist jetzt fast 8 Monate her. Also ich war ja das letzte Mal im Dezember 2019 vor Korea. Also zwischen Weihnachten und Silvester war ich bei Michelle. Und eigentlich wollte ich es ja danach irgendwie machen. Und das Problem dabei war dann aber, dass sich das nicht ausgegangen ist so wirklich. Und ich war dann einfach nur einmal beim Friseur. Ich war im Dezember beim Friseur, habe mir dort die Dauerwelle gemacht. Dann war ich im Februar, Anfang Februar, einmal beim Friseur Seiten schneiden und dann noch einmal im April. Und seitdem nicht mehr. Das war mein erster Friseurbesuch seit April. Schaut euch das mal an, wie lockig die noch sind. Ich meine, man sieht natürlich schon einen ordentlichen Nachwuchs, ja. Ich habe so viele Haare, Alter. Von Dezember. Ich habe so disgusting viele Haare. Bis jetzt, aber die Locken sind immer noch da. Der Raffi hat den Vorschlag gemacht, die Dauerwelle am ganzen Kopf zu machen. Yes, let's go. Los geht's. Ganzer Kopf oder ganzer Körper? Ja, ja, ich habe mir auch unten die Dauerwelle machen lassen, das ist gar kein Thema. Also als Vergleich, ich meine, man sieht dann eh nochmal das nachher, wie es dann aussah, wenn es halt frisch gepflegt war. Ich habe meine Haare jetzt das letzte Mal gewaschen am... Was haben wir heute? Sonntag. Ich habe meine Haare das letzte Mal gewaschen am Mittwoch. Und so sehen die halt jetzt aus. Also die sind halt wirklich überall extrem lockig, auch auf der Seite, wie man sehen kann. Ich habe halt überall Locken jetzt. Außer halt ganz unten am Ansatz, weil der ist halt, ja, kurz. Unten ist doch schon da, weil ihr Keks. Hä, was? Achso, das darf ich nicht auf Twitch zeigen, aber ihr könnt gerne meinen OnlyFans-Account abonnieren. Ist in der Beschreibung verlinkt. Wir können deine Haare so fresh aussehen, so fresh aussehen, wenn du sie am Mittwoch nicht gewaschen hast. Ja, das ist normal, wenn du eine Dauerwelle hast. Weil du darfst deine Haare nicht so oft mit Shampoo waschen. Ich wasche die nur zweimal die Woche mit Shampoo. Eigentlich hätte ich es heute machen sollen, aber ich war zu faul. Real Talk, sind deine Haare nicht fertig? Sind sie nicht, weil sie Locken sind. Die sind sehr trocken, die Haare. Ich muss jeden Tag Öl oder irgendeine Refining Cream, hat mir die Michelle mitgegeben, sie reden im Video. Und das muss ich jeden Tag reintun, damit die Haare halt eine gewisse Feuchtigkeit haben halt. Weil sonst sind die halt zu trocken. Und dann sehen die halt so aus, als ob ich eine Steckdose gegriffen hätte, ne? So strommäßig. Ich wasche die Haare schon auch, also ich gehe normal duschen, nur ich wasche sie nicht halt wirklich so, sondern wenn ich duschen gehe, ich gehe jeden Tag eine Minute duschen, legit. Ich gehe rein, eiskaltes Wasser auf, steht runter, dazu kommt eh in dem Video noch was, steht runter, bin komplett nass, nehme Duschgel, reibe mich ein und gehe aus der Dusche raus, fertig. Und dabei werden meine Haare natürlich auch nass, aber ich wasche sie nicht wirklich. Versteht ihr, was ich meine? Schaut euch das an, wie lange meine Haare sind. Und das, die sind hier glatt, okay, das ist der glatte Nachwuchs. Schau euch das an, wie lange die sind. Seht ihr, wie lange meine Haare sind? Das ist insane. Jetzt pass auf, jetzt machen wir was richtig Geiles. Mal kurz mit Haarspray drüber gehen, bevor wir sie waschen. Ja, gerne. Und du richtest den Kopf dann nochmal auf. Ich verwende gar keinen Haarspray, also ich kann das nicht einmal selber probieren. Jetzt, lehn ich mal wieder hoch. Einfach der Afro himself. Was natürlich nicht fehlen darf, die Pre-Perm Lotion. Seht ihr, wie lang, also Real Talk, man sieht das, ja? Ich habe so lange Haare. Ich hatte in meinem Leben noch nie so lange Haare wie jetzt gerade. Pre-Sperm-Lotion? Nein, Pre-Perm-Lotion. Aber es sieht halt einfach cool aus. Ja, Real Talk, ich finde es auch nice. Ich freue mich auch schon mega drauf, wenn ich das nächste Mal eine Glatze habe. Aber ich finde es krass, wie krank lange Haare ich gerade habe. Dafür hat keinen Bart. Shut the fuck up, Laura. Aber wir sollten halt auch ein bisschen was schneiden von den Schau, seht ihr, wie lang die sind? Du wickelst immer zuerst und dann schneidest du, gell? Genau. Weil es einfach zu wickeln ist, wenn die Haare länger sind. Genau, du sagst es. Ist auch richtig schön, by the way. Ich möchte es mal kurz noch anmerken, ne? Ich habe nie im Gesicht Pickel. Nie. Aber Real Talk, genau an dem einen einzigen Tag, wo ich dann zum Friseur gehe und wo gefilmt wird, habe ich einen Pickel auf der Stirn. Meinung zu Gewitter im Kopf? Das hier, Chat, das hier ist Gewitter am Kopf. Was für Gewitter im Kopf? Das hier ist Gewitter am Kopf. Das Erste, was du machst, wenn du aufstehst, gell? Eine eiskalte Dusche. Heute auch noch. Deswegen Eisler. Deswegen, ja. Nur deswegen.
Das ist so ein schlechter Witz, der könnte von euch kommen, Chat. Liebe Grüße, Michelle. Das Ganze lassen wir jetzt 20 Minuten einwirken. Anschließend fixieren wir die Dauerwelle, nehmen die Wickler runter, geben die Abschlusspflege drauf und ich bin echt gespannt. Ich glaube echt, dass du wie ein richtig fresher Fußballer aus den 70ern, 80ern aussehen wirst. Chat, habe ich ein bisschen was, müssen wir ehrlich sagen, habe ich ein bisschen was von Diego Maradona oder so? Rudi Völler ohne Schnauzer. Ich glaube, mit einem Schnauzer würde ich richtig... Stellt euch vor, ich habe so ein kariertes Hemd an und trage einen Schnauzer jetzt mit der Frisur. Ich wäre straight up 70er Jahre Pornostar. Einfach Zeitreisender. Look at this. Ja, das schaut gut aus. Look at this. Ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Dauerwelle. Schaut, wie lockig die sind, Alter. Kann sich Jinskop mal eine Scheibe abschneiden mit seinem 5 cm Dauerwellenhahn da, das ist ja frecher, wirklich. Jetzt soll man nicht rausgehen. Wie lange hat das gedauert? Also, du kommst halt hin, Haare waschen ganz normal und dann halt ein bisschen ausfrisieren. Dann das Wickeln hat bei mir, weil ich ja den ganzen Kopf hatte, 20, 30 Minuten gedauert, würde ich sagen. Und danach kriegst du das Präparat drauf, dann musst du 20 Minuten warten. Dann nach 20 Minuten wird das rausgewaschen, das dauert auch nochmal 5 Minuten. Dann kommt eine Fixierung drauf und die lässt man dann 7 Minuten drin oder so. Dann kommen die Wickler raus und dann wird nochmal gepflegt. Er ist halt dafür bekannt, er macht das halt ewig schon und richtig gut. Und er hat auch schon richtig viele Dauerwellen bei Männern gemacht. Und zu den anderen Fragen und alles, er hat einen eigenen YouTube-Channel, wo es ein Q&A gibt, wie viel das kostet und alles drum. Ich kann das nicht ganz genau sagen, wie viel alles kostet und so weiter. Ich glaube, normalerweise, wenn man nur oben die Dauerwelle hat und Seiten kurz macht, dann zahlt man für die Dauerwelle 40 Euro und für den Schnitt halt, was man für den Schnitt zahlt. Also irgendwas zwischen 60 und 70 Euro kostet das, glaube ich. Dauern 2 Stunden so circa, würde ich sagen. Ja, und die Dauerwelle bleibt halt, je nachdem wie deine Haarstruktur ist, länger oder kürzer. Solltest mindestens so 10 cm lange Haare haben, wenn du die Dauerwelle machen willst. Ja, alles weitere gibt es eben bei ihm auf dem Kanal als Infos und so. Da könnt ihr mir einfach schreiben auf Instagram, schreibt euch hier auch zurück. Das war vor genau einer Woche. Ich war letzten Sonntag bei ihm. Also ihr seht jetzt den Unterschied. Das waren die Locken jetzt, also wie ich sie bei ihm gemacht habe, was ja crazy lockig ist. Und jetzt sind sie so. Also das franzt sich relativ schnell aus eben. Der große Pro-Punkt davon ist, du musst deine Haare nie stylen. Weil ich in der Früh nichts anderes mache, außer nachdem ich aus der Dusche komme. Ich wasche mir die Haare zweimal die Woche mit Shampoo, sonst wasche ich sie halt gar nicht. Ich komme aus der Dusche raus, mache mir ein bisschen von der Creme, die seht ihr gleich, die gibt ihr mir mit, mache mir ein bisschen so in die Hand, ein bisschen in die Locken rein und dann sind die halt ein bisschen feucht so und gesättigt, dann sieht man halt mehr die Strukturen. Aber im Prinzip muss man das auch nicht machen, ist relativ egal, du kannst alles mit der Frisur machen. Du musst deine Haare halt nicht stylen, es ist egal, ob Wind geht oder sowas, es ist wirklich alles egal, deine Haare sehen immer gut aus, also immer gleich aus halt. Ne? Was vielleicht auch noch wichtig ist, bevor wir das Video fertig schauen, mein Ziel kind of von der Frisur her, also das wäre so mein Ziel, wie ich die Haare gerne haben möchte. Ich weiß nicht, ob es mir stehen wird, aber wenn es mir nicht steht, dann einfach abrasieren, ne? Man kennt ihn. Und was man da auf dem Foto nicht so gut sieht, ist, dass es halt so ein paar blonde Strähnen drinnen sind. Ich werde es nicht so extrem machen, aber in die Richtung wollte ich halt was ausprobieren. Boah, ist ein urlockig geworden wieder. Yes. Also ich finde, so ein Riesenunterschied ist jetzt nicht so wirklich zu meinem jetzigen Ergebnis, ne? Also man sieht ja, es ist relativ ähnlich noch. In ein paar Monaten wird es wahrscheinlich bei mir ein bisschen hängender wieder aussehen und alles, weil die Locken halt nicht mehr so extrem sind. Also die leiern sich ja ein bisschen aus. Aber jetzt seht ihr gleich, was der Unterschied ist zwischen einer Friseurdauerwelle, also wenn du halt vom Friseur kommst, oder wenn du es halt zu Hause hast. So. Das ist diese Creme übrigens, die er mir mitgegeben hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Marke heißt, aber die sponsern ihn so ein bisschen auch. Und das ist echt ein gutes Produkt, muss ich sagen. Also ich verwende jetzt definitiv keinen Wachs oder irgendwie sowas mehr. Ich habe vorher immer in die nassen Haare ein bisschen Wachs reingetan und dann war das cool. Und seit ich das Ding jetzt aber habe, er hat mir davon eine Tube mitgegeben, also das ist so geil, holy shit. Ist besser. Das seht ihr jetzt das Vorher-Nachher, by the way. Das ist vorher. Und das nachher. Also sprich, jetzt müssen erstmal die Haare wachsen, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie sowas vom Look her bekommen. Wird sowieso noch ein bisschen dauern, schätzungsweise, aber dann haben wir so eine wirkliche Transformation von dem hier auf das hier. Vielleicht wächst mir bis dahin auch mal ein Bart. Vielleicht, schauen wir mal. Ich hab von Michelle die zwei Produkte da bekommen. Ich habe von ihm einmal das da bekommen, dieses Pflegespray. Das habe ich, nachdem ich mir das erste Mal die Haare mit Shampoo gewaschen habe, habe ich es dann reingetan und die Haare ein bisschen durchgekämmt und alles. Das ist nice. Und das hier ist Game Changer, ich sag's euch. Ich weiß nicht, ob das nur bei Locken so geil ist. Michelle, das kannst du mir vielleicht sagen. Ich habe davor immer die drei Produkte verwendet für meine Haare. Das kennt ihr safe alle, das verwenden safe alle von euch. Das ist got to be Standpasta-Wachster, das verwendet irgendwie jeder Typ, zumindest einmal in seinem Leben. Dann habe ich das hier verwendet. Das hat mir mein anderer Friseur, bei dem ich früher mal war, der hat leider aufgehört, bei dem habe ich das hier bekommen. Das ist so ein Öl, wo man ein bisschen was in die Locken reintut, damit die halt Feuchtigkeit haben. Und dann habe ich mir irgendwann auch, eben weil ich mehr Feuchtigkeit wollte, das hier gekauft. Curl Tonic, das ist so ein Spray einfach, was man
in die Haare reingeben kann. Und das Ding hier, Real Talk, ersetzt alle drei und ist noch besser. Ich mache das halt auf und dann mache ich mir so ein bisschen auf den Kopf, dann noch ein bisschen in die Hände und dann alles so einreiben und dann in die nassen Haare halt und dann lasse ich die Haare Luft trocknen und dann sehen die halt so aus, wie sie jetzt aussehen und ich muss nichts dafür machen und ich kann halt Real Talk. Ich kann halt alles machen, was ich will. Ich kann jetzt einfach den hier machen. Dann mache ich einfach so und Haare sind wieder back to normal, basically. Ich kann einfach wirklich durch meine Haare fahren und machen, was ich will. Das ist richtig cool. Jetzt habe ich die ganzen Produkte hier stehen. Ich bringe die mal weg.